Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hinter mir seht ihr meine Absauganlage. Die sammelt einiges an Spänen, die von meinen Maschinen halt eben hergestellt wird. Da hinten ist eine große Dichte, da ist eine große Abrichte und die erzeugen halt eben jede Menge Späne. Und im heutigen Video will ich eine Brikettpresse aus einem Liegendholzspalter bauen, damit ich halt eben das Ganze zu Briketts verpressen kann. Hier neben mir seht ihr einen Brennholzspalter. Das ist das Grundgerüst der Brikettpresse und im Prinzip müssen wir heute zwei Dinge tun. Wir müssen einmal diese Presskammer bauen. Wie das Ganze funktioniert, der werde ich heute ein bisschen drauf eingehen und wir brauchen einen Automatismus, damit das Ganze beim Betätigen automatisch läuft. Das bedeutet, wir müssen nur einmal das Ding starten und dann werden da dauerhaft Späne gepresst. Wir müssen dann nicht immer daneben stehen und das Ganze halt eben händig tun. Das machen wir heute. Ich bin gespannt, ob das Ganze so funktioniert. Let's go! Als erstes den Spaltkeil mal wegschneiden und drunter die Grundplatte lassen wir drauf. Nur hier oben, das müssen wir jetzt erstmal plan schneiden. Das hier ist der Stempel, der ist hier vorne rund, weil da vorher Holz mitgespalten wurde. Und ich werde hier diesen Hochpunkt jetzt erstmal wegfräsen, damit ich den Großteil vom Material so mal entfernen kann. Alter, das Licht ist ja mal mega kacke hier drin. So, mit dem wunderschönen Licht hier drin. Hier haben wir jetzt mal eine richtig gerade Platte, wo wir dann später besser was dran festbraten können. Das ist schon mal eine feine Sache. Wir haben jetzt hier einmal unseren Stempel, mit dem werden wir das Ganze später verpressen. Der ist jetzt allerdings noch zu dick im Durchmesser, sodass der halt eben hier nicht reinpasst. Ich habe eine Drehbank, also kann ich es einfach runterdrehen. Es sollte eigentlich auch für solche kleinen Mengen im Baumarkt entsprechende Rohre geben, die halt eben direkt passen, wenn ihr sowas halt eben nachmachen möchtet. Das Ganze wird ungefähr hier so hinkommen und das Ganze wird ungefähr hier so sich dann halt eben im besten Falle bewegen. Das bedeutet, wir müssen jetzt ein paar Dinge machen. Einmal, dass wir auf den korrekten Durchmesser drehen, dann hinten irgendwie eine Möglichkeit schaffen, das Ganze auch festbraten zu können. Und dann müssen wir hier noch einen Ausschnitt machen und im Prinzip sind wir bis auf die Verjüngung hinten am Rohr, was das Pressen angeht, von den Briketts an und für sich, fast schon fertig. Glaube ich zumindest mal. Ich sage es jetzt mal so. Wahrscheinlich wird es eh nicht so direkt funktionieren. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Durchmesser von dem Rohr. Das ist Schritt Nummer 1. Das hier ist ungefähr eine 35er Welle. Das ist ja gut. Also die passt hier schon mal richtig gut rein. Das macht einiges einfacher. Jetzt gucken wir mal was. Jetzt gucken wir mal was. Oh, ich muss erst die Schraube festmachen. Also, ich hatte ein paar Startschwierigkeiten, ich musste ein bisschen was ausprobieren, aber ich habe hier Briketts. Ist ziemlich kriminell, das Teil, so wie es jetzt noch da steht. Ich werde jetzt mal ein bisschen den Druck hier runternehmen und da werden wir uns mal die ganzen Briketts hier rausnehmen. Komm, ich presse die mal alle da raus.
Neben den ganzen Metallarbeiten kommt jetzt mal so ein bisschen was aus Holz wieder, denn oben den Behälter, den Spänebunker, werde ich aus Multiplex bauen. Das ist einfach ein bisschen einfacher herzustellen, weil ich halt eben keine Tafelschere habe, mit der ich halt eben Blech zuschneiden könnte. Hier seht ihr auch dann gleich mal, wie es aussieht, wie man eine große Multiplexplatte an einer Formatkreissäge zuschneidet. Wobei das hier in meinem Fall nicht ganz optimal ist, weil ich die Platte halt eben nicht gut drehen kann, weil der rote Stahlträger immer im Weg ist. Und tatsächlich habe ich alles mit Flachdübeln gemacht. Das war das erste Projekt, wo tatsächlich alles, auch bei verschiedenen Kanten und Ecken, wirklich super gut gepasst hat mit Flachdübeln. Da war ich wirklich happy mit. So, ein klitzekleines Update. Ich habe wieder hinter den Kulissen einiges gemacht, damit das halt eben funktioniert. Das waren jetzt nicht so dramatische Arbeiten, die es wert waren, gefilmt zu werden. Deswegen werden wir jetzt mal eine Testpressung machen. Das Ganze mache ich jetzt noch von Hand. Aber ich werde euch einmal das System zeigen, damit ihr seht, was ich überhaupt getan habe. Also wir sehen einmal die Spänekammer. Da werden die Späne eingefüllt. Hier kommt noch ein Rührwerk rein. Hier sehen wir unser Rohr, wo die Späne rauskommen. Das hier ist die Klemmung, das ist ein ziemlich massiver Vierkant, mit dem ich das Rohr verjüngen kann. Hier habe ich noch ein paar Tests gemacht, ob es was bringt, noch mal hinten dran eine weitere Klemmung zu bringen. Dann sehen wir jetzt hier ein Gewicht. Warum ein Gewicht? Ganz einfach. Das Ganze hier wird nicht hydraulisch zurückgefahren. Das bedeutet, das Ganze wird durch den Eigendruck, glaube ich, oder die Feder, ich weiß nicht, wie es innen drin aufgebaut ist. Auf jeden Fall ist der Rückhub nicht so stark wie der Vorhub. Das bedeutet, dass das manchmal ein bisschen geklemmt hat. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach ein großes Gewicht hinten ran zu packen. Da sind derzeit noch Handelscheiben drin. Das wird wahrscheinlich durch einen Betonklotz innen drin ersetzt. Und das hier ermöglicht mir halt einfach, dass das Ganze wieder nach hinten gezogen wird, weil in manchen Fällen klemmt es halt einfach so ein bisschen. Die Schaltung ist noch nicht umgebaut. Da ist jetzt noch der ganz normale Betrieb, links mit der Hand und rechts mit dem Taster. Und ich würde sagen, wir pressen jetzt einfach mal ein bisschen was. Dass man mal hier einen Vergleichswert hat, weil mein Ziel mit der Brikettpresse ist es ja, das Volumen von den Spänen zu verringern, dass ich da nicht so riesige Berge an Spänesäcken habe. Deswegen werde ich jetzt mal eine Kiste davon nehmen und das werden wir verpressen. Ganz wichtig, das sage ich jetzt am Anfang vom Video schon, das Rohr ist jetzt nicht gefüllt. Normalerweise, wenn man die Presse stoppt, wird das Rohr immer gefüllt sein, dann hat man einen besseren Vergleichswert. Das wird es dann wahrscheinlich im nächsten Video geben mit weiteren Tests. Auf jeden Fall das mal als Hintergrundinformation. Wenn wir das jetzt verpressen, dann wird einiges im Rohr zurückbleiben, weil es muss ja erstmal Material ins Rohr kommen, damit das Ganze halt auch eben verpresst wird. Also ich nehme mal eine Kiste voll Späne. So, ich fülle die einfach hier ein. Wie gesagt, später wird so Sinn der Sache sein, dass man das Teil hier einmal voll machen kann. Das wird dann eine Stunde laufen. Das ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, dieses System, weil es halt eben einfach ein Holzspalter ist und der wird halt nicht 24/7 benutzt. Das heißt, ich werde das Ding in Zukunft wahrscheinlich immer eine Dreiviertelstunde, Stunde laufen lassen und dann gebe ich auch wieder Zeit, das ganze System, dass es sich halt eben abkühlen kann. Ich werde es jetzt mal ein paar Mal laufen lassen, dann seht ihr, dass die Späne zwar nachfallen, aber die fallen nicht so nach, dass man sagen kann, dass die immer gut nachfallen. Deswegen kommt da noch ein Rührwerk rein. Jetzt hört man auch langsam, dass ein Widerstand erzeugt wird. Das heißt, langsam werden sie verdichtet. Jetzt hat man es noch mal deutlich gehört, man hat so ein schiebendes Geräusch gehört. Das heißt, langsam geht's los. Dieses Klacken, das meine ich. Jetzt fängt es langsam an. Was wichtig ist, es sollten immer genügend Späne nachfallen, denn wenn das nicht der Fall ist, dann werden manche Briketts halt eben super klein und die zerbröseln dann teilweise ein bisschen. Das heißt, die sollten schon immer ihre 2 cm dick sein. Das heißt, die Spänekammer sollte einfach voll sein. Das ergibt das nämlich. Genau das Geräusch ist ein gutes Zeichen. Jetzt haben wir Pressdruck. Das ist das, was ich meine. Die Späne hier sind jetzt logischerweise noch lose. Aber da kann man immer ganz gut mal mit dem Cuttermesser hinten schauen. Je weiter wir nach hinten gehen, hier seht ihr es, desto fester werden sie schon. Und ich schätze mal, dass sie ab hier wirklich jetzt anfangen, gute Briketts zu werden. Aber wie gesagt, normalerweise lässt man das ja dann in dem Rohr drin, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, diese Anfangsphase hat man nicht jedes Mal. Das hier ist jetzt rein mal so ein Testaufbau. Ihr seht, wie gesagt, die Späne sind lose, aber die werden auch noch fest. Wie sehen die Briketts aus? Schon mal nicht schlecht, aber die sind noch viel zu weich.
Seht ihr? Also müssen wir einfach noch ein bisschen weiter pressen, damit sie besser werden. So, das hier war der allererste Brikett, der von allein sich gelöst hat. Aber wir sehen immer noch, der ist noch nicht so richtig schön fest. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir pressen einfach weiter, denn dann werden sie noch mal besser. Wir sehen auch hier, das ist schon wieder der nächste und der ist schon ganz schön okay. Aber wie gesagt, die werden sogar noch ein bisschen besser. So sehen sie aus, das ist jetzt der erste Brikett, der wirklich gut geworden ist. Wir haben zwar hier einen feinen Riss drin, das passiert einfach manchmal, aber in der Regel tritt nicht immer als das mehr auf. Wie gesagt, das ist der allererste Brikett, der ist wirklich, wirklich fest. Durch diesen Riss kann man halt eben jetzt hier spalten, aber trotzdem, der ist wirklich, wirklich gut. Ich werde den Rest jetzt noch durchpressen und dann schauen wir mal uns das Ergebnis an. Hier kann man sich jetzt denken, okay, was ist denn das? Da ist hier gar nicht viel da. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Dieses Rohr ist jetzt gut gefüllt mit Briketts. Und hier liegen auch ein paar auf dem Boden, denn die ploppen wirklich immer richtig gut raus. Und die sind alle jetzt schon wirklich richtig, richtig gut. Da liegt auch noch einer. Und ihr seht, alles ziemlich gleiche Briketts. Das ist eine richtig feine Sache. Also, hier seht ihr die Kiste, die war eben voll mit Spänen. Ich habe jetzt bewusst alles hier reingekippt, damit ihr auch nochmal seht, wie viel tatsächlich in dem Rohr zurückbleibt, aber auch wie klein die Briketts bzw. die Späne gepresst werden. Wir haben hier wirklich, wirklich gute Briketts dabei. Teilweise sind noch ein paar kleinere dabei, weil nicht immer gleichmäßig Späne gefördert werden. Aber auch die kleineren sind wirklich nicht schlecht. Also Leute, ihr habt gesehen, die Brikettpresse funktioniert richtig, richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so simpel ist, sowas zu bauen. Ich habe gedacht, dass man da wirklich extrem auf die Genauigkeit achten muss. Aber im Endeffekt habe ich mit dem Winkelschleifer einfach von dem Kolben, von dem Presskolben, Material runterschleifen müssen, weil sich alles ein bisschen verzogen hat. Und es war auch jetzt nicht so ein Riesenproblem. Es fallen ein paar Sägespäne unten raus. Bei ungefähr 10 von diesen Eimern hat man dann ungefähr 2 Kaffeetassen voll mit Sägespänen. Das ist aber auch, wie ich finde, vollkommen okay. Darauf werde ich auch noch im nächsten Video ein bisschen genauer drauf eingehen. Denn so wie die Presse hier steht, funktioniert es natürlich, aber nicht so, wie man es halt eben auch erwartet. Und zwar erwartet man ja, dass man einen Taster drückt und dass das Ganze halt eben danach eben läuft. Das werde ich hier auf YouTube nicht zeigen. Es wird zu diesem kompletten System keinen Bauplan geben, sondern eher ein Bauvideo, in dem ich dann halt eben auf alles eingehen werde. Das wird es dann auf meinem Online-Shop geben. Aber ich würde erst das Ganze jetzt natürlich fertig bauen, das auch ein gutes Stück mal testen. Und im nächsten Video zeige ich euch das dann komplett, das fertige System, wie es halt eben performt. Dann kann ich euch auch ein bisschen besser zeigen, welche Mengen man da eben halt auch eben verpressen kann. Und das wird halt, wie ich finde, sehr, sehr spannend noch werden. Also abonniere gerne den Kanal. Das soll es heute gewesen sein. Ich werde jetzt im Hintergrund die Maschine fertig bauen. Und im nächsten Video werde ich es euch nochmal zeigen mit den ganzen anderen Features, die halt eben noch wichtig sind. Erstmal die Klappe oben drauf machen, ein Rührwerk. Der Automatismus ist extrem wichtig, weil niemand wird sich da hinsetzen und die ganze Zeit den Taster drücken. Wobei doch, ich habe ein Video auf YouTube mal vor Jahren gesehen, da hat so ein Russevater mit seinem Russekind, also es war ein russisches Video, ne, um Gottes Wille. Die haben dann nur gehuckt, haben eine Flasche Bier getrunken, haben die ganze Zeit die Hydraulik gedrückt. Das ist jetzt aber nicht unbedingt mein Ziel mit der Brikettpresse. Das soll eigentlich so funktionieren, dass ich da einmal Späne reinmache, es läuft eine Stunde und ich bin danach einfach glücklich, weil die Späne weg sind und in Form von Briketts unten in den Eimer fallen, die ich dann halt eben selbst verheizen kann oder ich kann sie meiner Oma geben oder keine Ahnung, ich kann sie auf jeden Fall mit weniger Volumen in eine Tüte reinmachen.